Okay. Auf zum Finale. Nachdem wir bei der Tür angekommen sind. Lichtpfeile brauche ich hier in dem Kampf gar nicht. Also von daher. Aber Magie brauche ich und. Hat schon mal wieder auf mein Magiekonto geguckt. Es ist ein bisschen sehr leer. So. Ich glaub's nicht. Bin jetzt schon fast. Ja, also 2 Stunden bin ich jetzt in dem Tempel. Oh Mann. Ja. Ich hab's eindeutig zu eilig. Danke. Ich werde mich auch direkt dahin ziehen. Ich werde reinfallen, ich werde reinfallen, ich werde nicht reinfallen. Ich will die Rubine haben. Die Rubine. Seit wann gibt's denn das Teil da? Ach, Magie, danke. Muss nur noch sicher an dem vorbeikommen und ich hab's. Okay. Auf zum Finale des Tempels. Öffnen. Okay. Der Eingang zum Boss ist an der Decke des Raums vom Garo-Meister. Okay, und warum ist da jetzt ein Portal? Egal, fuck it. Puh. Beben. What the? Roter Riesenwurm. Blauer Riesenwurm. Seelenlose Wüstenkriecher Tween Mold. So, und. Fällt euch was auf? Ich will ja nichts sagen, aber. Die sind so ein klein wenig größer als wir. Da bringt uns selbst das Feenschwert nichts. Aber wir haben ja. Die Maske des Giganten. Der Name sagt, werden wir damit zum Giganten. Haha. Und sie sind klein. Ach, ich muss diese komischen Schwänze treffen, oder? Ne, das muss ich nochmal treffen, die Schwänze, oder? Anvisieren kann ich das schon mal nicht. Ja, es waren die Schwänze, die ich treffen muss. Aber die Arena ist auch begrenzt. Oder? Ja, da falle ich nämlich runter. Das habe ich zuvor noch nie ausgetestet. Was? Okay. Ich fühle mich jetzt gerade verarscht. Wenn ich deren Arena verlasse, bin ich wieder am Anfang des Tempels. Das wusste ich auch nicht. What the fuck? Man kann den Bosskampf verlassen. Okay. Man lernt immer irgendwas Neues. Alter, nervt nicht. Diese hakelige Steuerung. Ach komm. Vielleicht werde ich hier von dem Teil massakriert. Doch nicht. Okay. Gehen wir erneut darunter. Das war jetzt leicht fail. Maske aussetzen. Aber komm, wer soll das wissen, dass man dann komplett rausfliegt? Das ist übrigens der einzige Ort, wo man diese Maske einsetzen kann. Entweder musste man diese Teile da treffen, diese leuchtenden Stellen, oder deren offenen Stellen. Ich weiß es nicht mehr. Ich schlage einfach mal drauf los. Ja, diese offenen Stellen und die leuchtenden. Und. Oh, die hinterlassen. Kann man das nicht abbrechen? Die hinterlassen hier. Wo sind denn die Tränke? Ey, hier waren doch gerade noch Tränke. Ey, komm, die waren gerade noch unter mir. Warum sind die jetzt da hinten? Komm ich hier nicht mehr hin. Okay.
warten. Und ich konzentriere mich erstmal nur auf einen, weil mich sowieso meist nur einer angreift. Okay, ich nehm's zurück. Jetzt greifen mich beide an. Und wow, Frame Drops. Was auf dem Emulator so möglich ist. Komm. Und der rote ist. Ist er down? Ich glaube ja. Ja, er ist down. Tschüss. Nur der Kopf bleibt übrig. Okay. Blauer. Wo bist du? Treffe ich dich mal? Irgendwie wäre es mir lieber, wenn ich dich mal treffen würde. Okay. Komm her. Also der Bosskampf ist im Grunde total lame, wenn man die verstärkten Herzen hat und die größere Leiste. Weil dann... Weißt du, dann hat man halt irgendwie keine Nachteile. Was heißt Nachteile? Man hat keine großartige Schwäche. Man kann groß bleiben, so lange man will. Und schafft mit einer ganzen Ladung. Und der Blau ist auch down. Ja, die Fresse. Ist mir auf die Nerven. Aber ihr seid zwei Würmer. Wie kann dann eine Maske übrig bleiben? Hm. Packen wir meine Maske runter. Ich kann ja auch noch einsinken oder was? Was ist das denn für eine Verarsche? Slow Motion. Ja, okay, ich bekomme eine von den Masken. Ach, da ist das Herzteil. Ich wollte gerade sagen. Irgendwie bin ich so lahm. Warum bin ich so langsam? Das kommt mir leicht suspekt vor. Aber egal. Du hast deinen Herzcontainer erhalten. Deine Energie erhöht sich um ein Herz. Außerdem wird deine gesamte Energie wiederhergestellt. Mana. Mana. Und die wäre es auch toll. Aber. Ich laufe immer noch lahm. Was soll's? Twin Moles Vermächtnis auf dich übergegangen. Der reine Geist, den diese Maske in den Körpern Twin Moles gefangen hielt, ist wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung. Und Cutscene mit dem Giganten. Ach ja. Da, da, da. Ach, die Melodie ist schön. Wir haben euch allen geholfen. Mehr können wir nicht tun. Ruf. Und das haben sie gesagt. Ach ja. Das war ja Navi. Tail. Nee, Taya. Wir verstehen euch, ohne euch mit den Ohren zu hören. Nun helft auch ihr uns. Wir werden euch vom Dach des Uhrturms rufen. Kommt und verhindert dies Schlimmste. Ja, das Schlimmste. Oh Gott, es wird spät. Wie? Ihre Stimme klingt traurig. Ihr wollt nicht? Da sieht man sie das erste Mal. Komplett, glaube ich zumindest. Vergebt. Ja, mach Ende. Vergebt eurem Freund. Unseren Freund vergeben? Wem sollen wir vergeben? Was sollen wir vergeben? Hm.
Und rein theoretisch hätten wir uns jetzt die Feen abliefern können, aber. Was zum. Daran erinnere ich mich nicht mehr. Ach, alle vier Vermächtnisse. Warum waren da jetzt gerade fünf? Oder war es, weil ich jetzt das Gebiet hier gesäubert habe? Das kann natürlich auch sein. Ja. Und? Eine Krähe. Ein Rabe. Ja, okay, ohne das Lied zu spielen, ist jetzt hier wieder alles fröhlicher, wie. Ach ja. Naja, okay. Die Geister sind dein Zurückkehr vor sehr kommen. Aber was ist jetzt hier mit der Quelle? Ne, mal im Ernst, was ist jetzt hier? Ach, hier ist auch direkt ausgetrocknet oder was? Gibt's hier irgendwo hin? Ach ne, okay. Warum sollte es auch? So. Eigentlich bin ich für diese Aufnahme jetzt komplett fertig und habe auch keinen Bock mehr. 2,5 Stunden am Stück, ja, gestreamt vor allem. Aufgenommen. Aber warum jetzt hier die fröhliche Melodie spielt, wer weiß warum. Aber ich glaube, die spielt in jedem Gebiet, nachdem man. Ja, doch, die spielt in jedem Gebiet. Das war ja das, Kuriose. Bergdorf wird die gespielt, nachdem Goof besiegt wurde. Im Sumpf wird die da auch gespielt? Da weiß ich es gerade nicht. Aber, der Schädelküste wird gespielt. Und überall anders auch. Wird schon passen. Und jetzt kann ich endlich hier reinspringen. Ach ja. Boing. 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 Und lass mich da direkt hoch. Ach komm. Das war jetzt ein Troll vom Spiel. Eindeutig. Da ist ein Schild. Was sagst du denn? Geheimer Schrein jenseits des Wasserfalls. Wir erwarten Herausforderungen. Selbstsicherer Besucher. Hihihi. Das kann nur einer geschrieben haben. Diesem Hihihi. Was ist denn das da für ein Loch? Loch? Was ist das für ein Loch? Und? Magie, okay. Dekostäbe, Magie. Magie nehme ich gerne. Und hier sind wahrscheinlich 20 Rubine drin, oder? Krabbelminen? 5 Krabbelminen, warum auch immer. Da ist hier eine Dekorana. Oder so ähnlich, wie auch immer die heißt. Moment. Ich werde die beiden Feen benutzen. Ja, es hat einen Grund, warum ich die benutze. Denn hier ist Wasser und. Es hat keinen Grund, dass ich beide benutze. Scheiße. Ich brauche keine Spinne, ich brauche ja eine Wundererbse. Ich kann schon wieder kein Wasser nehmen. Ach komm, das Spiel verarscht mich. Okay, vertagen wir das auf. Ich habe umsonst gerade meine Dings benutzt. Jau. Aber ich habe ja noch dreimal Blaues Elixier. Das reicht vollkommen. 3 Uhr nachts. Ja. Und. Ölend am Wasserfall. Da gehen wir jetzt auch rein und. Dann mache ich Schluss. Huss, huss. Denn das ist der Grund, warum ich beim letzten Mal umgedreht bin. Hier ist so eine Sonne. Und ja, hier ist zwar auch so ein Loch für eine Erbse, aber hier gibt es nur grüne Rubine oben zu sammeln. Das finde ich ein bisschen blöd. Pfeile, Rubine und Elixier gibt es hier. So ist es toll. Aber
Link. Sich drehen. Controller weglegen. Und diese Aufnahme beenden. Es war ein harter Tag. Abend. Stone Tower. Blaues Elixier zeigen. Sammeln. Wie auch immer. Und dieser fucking Tempel. Oh. Ja. Ciao, bis zum nächsten Mal.